Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Und bevor das Video losgeht, wollte ich einfach mal kurz Danke an alle von euch sagen, weil es in den letzten Tagen so extrem gut läuft. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, das hat nicht mal innerhalb von 24 Stunden 100.000 Aufrufe bekommen. Und das ist momentan echt heftig und ich wollte einfach mal sagen, danke. Und heute habe ich mal ein ganz besonderes Video da wieder am Start. Und bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Aber ich bin raus. Haut da rein. Wir sehen uns dann im Video. Bis gleich. Ciao, ciao. So Leute, das was ihr jetzt sehen wird, ist ein Live-Commentary, so genauso wie gestern, aber diesmal versuche ich wirklich die Mob noch zu erreichen. Gestern war es ja etwas, nun ja, ein bisschen komisch gestorben, aber heute zeige ich mit diesem FPS-Unlocker und das ist ein privater FPS-Unlocker. Und ein FPS-Unlocker bringt an sich, dass man diese Sperre von 90 FPS weg hat. Das heißt, man kann 300, 400 FPS haben in dem ganzen Game hier und normalerweise ist es halt wie gesagt auf 90 gesperrt und der FPS-Unlocker macht das halt weg. Das heißt, für Leute mit einem mega geilen PC, die können dann halt die geilste Performance haben, die man sich vorstellen kann. Und das in MW3, was halt mega geil ist. Aber hier benutze ich gerade den privaten FPS-Unlocker. Und der benutzt, oder der bringt halt einem, dass die ganzen Texturen aus dem Game weg sind. Das ist eigentlich dafür gedacht, dass Leute mit, wie soll ich das sagen, mit einem sehr schlechten PC das Game auch zocken können. Und das ist halt nicht offiziell von MW3. Wow, da kommt von hinten. Nice. Sondern von anderen Leuten, die halt Ahnung haben von Programmieren und Coden. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal fragen, da ich jetzt hier halt diesen FPS-Unlocker benutze, was eigentlich nur als FPS-Boost dienen sollte, ob ihr das wirklich so unfair findet, wenn man mit diesem hier zockt. Weil ich meine ja, die ganzen Texturen fehlen und da fehlt schon einiges, wo man sagen könnte, ja okay, da hast du echt einen, schon einen großen Vorteil, um ehrlich zu sein. Wow, der hat echt noch einen Claymore platziert. Das geht im Final Stand? Oh. Oh, 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 knapp. Ich werde jetzt nicht in einen Gunfight kommen. Hihihi, Report. Natürlich schon direkt wieder am Start, aber bei MW3 ist das ja nichts Besonderes. Aber wie gesagt, ich muss wirklich sagen, ich habe die letzten Tage damit gespielt. Und was heißt die letzten Tage? Seit gestern eigentlich, kurz nachdem ich das Live-Commentary... Oh, wow, der Sniper. Wow, ich muss kurz hier hin. Ich habe echt Angst, jetzt hier raus zu rein. Der kommt... wie er da einfach wartet. Es ist echt unglaublich. Ja, wie gesagt, ich habe heute eine, wie soll ich das sagen, eine kleine Konversation mit einem Kumpel geführt und er meinte, ja, okay, das kannst du eigentlich nicht machen, solche Gameplays kannst du nicht hochladen, weil du halt, wie gesagt, schon einen gewissen Vorteil hast und wenn du einen Vorteil über anderen Leuten hast, dann zählt das eigentlich schon als Hack. Und ich meine ja, okay, Leute können auch übertreiben, sagen, ja, das ist ja voll overpowered hier, aber man hat an sich keinerlei... Ich sage jetzt mal, ein Wallhack hat man hier nicht, ein Aimbot hast du nicht, du hast keine Aimhilfe oder sonstigem. Es ist halt, wie gesagt, einfach nur die Texturen fehlen und das war's. Es dient einfach nur zum FPS. Wow, 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 wow. Okay, eingebauter Wallhack von mir ist auch dabei. Ah, kriege ich den noch? Der ist auf jeden Fall immer noch hier drin. Nice, 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 nice. Weiter geht's, weiter geht's. Ja, ich muss heute aber auch MP7 zocken, ne? Und ich habe Angst, ich habe Angst. Ja, ich werfe einen Stun hin. Ich bin Free Kill. Ich wollte den Free Kill unbedingt haben. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Sniper. Oh mein Gott. Ich dachte, die Predator geht auf mich. Ey, mein Herz ist schon wieder so abgegangen. So unnormal. Ja, wie gesagt, Leute, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Denke aber, dass die meisten von euch sagen würden, ja, okay, es ist zwar schon ein Vorteil, aber wir gehen es jetzt einfach mal nicht als Hack durch. Er liegt da einfach immer noch. Okay, ein Kill, glaube ich, noch zum Mob und let's go, let's go. Oh, Enemy Cobra incoming. Wie er da hinten noch ist. Oh Gott. Schaffe ich die Mob? Schaffe ich die Mob? Ja, nice, nice, Jungs. Direkt erster Versuch heute übrigens, muss man dazu sagen. Oh, wow, wow, wie habe ich das überlebt? Ja, okay, komm, dann will ich auch ein Flawless hier. Let's go. Also Leute, das war's auf jeden Fall von diesem Live-Commentary. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und bin auf jeden Fall auf die Kommentare gespannt. Und ich habe übrigens heute auch mal mit Micha Black Ops 1 wieder gezockt. Und das auf PC. Und wir sind gerade dabei, uns wahrscheinlich einen eigenen Server zuzulegen, dass wir auch mit unseren Abonnenten auf demselben Server spielen können. Und wir da halt die ganzen Gameplays erspielen können. Wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst auch mal ein Like da oder sonstigem. Und ich bin raus, habt noch einen schönen Tag. Und wir hören uns. Ciao, ciao.